Der Beweis, dass es Tabarruk gibt. Es gibt im Islam Tabarruk. Tabarruk, das bedeutet die Segenserlangung. Man berührt etwas. Man berührt etwas mit der Hoffnung, dass Allah Ta'ala einem dadurch Gutes beschert. Das nennt man Tabarruk. Das haben die Gefährten gemacht. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht und gelehrt. Ja? Und es gibt zum Beispiel hier eine Überlieferung von Imam al-Tirmidhi über Kabsha bintu Thabit, Schwester von Hassan, möge Allah beiden gnädig sein. Sie sagte, der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam kam zu mir und er hat von einer Qirba getrunken. Eine Qirba ist so ein Lederbeutel. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon getrunken. Diese hing und der Prophet hat diese genommen und hat daraus getrunken. Sie sagt, فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا. Das bedeutet, nachdem der Prophet davon getrunken hat, habe ich die Stelle abgeschnitten, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam getrunken hat. Imam al-Nawawi, was sagt er? Er sagt, sie hat das gemacht, damit sie diese Stelle, die der Prophet mit seinen geehrten Lippen berührt hat, bewahrt und schützt und bei sich behält, um davon Segen zu erlangen. Um dadurch Segen zu erlangen. Das erwähnte Imam al-Nawawi, möge Allah Ta'ala ihm gnädig sein.